Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come In in Biberach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier immer. Wir denken nun im harten zweiten Lockdown in Deutschland an die Menschen, die Schnee räumen müssen, die auf den Straßen und in den Städten und Ortschaften unterwegs sind, um Wege zu räumen oder für uns befahrbar zu machen oder begehbar zu machen. Wir denken an diejenigen, die nachts raus müssen, die bei Frost und Schnee ihren Dienst machen. Wir denken auch an die, die aus dieser Gruppe krank sind oder mutlos geworden sind. Wir denken an die, die Zeichen der Wertschätzung vermissen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute hier an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.